Ich möchte Ihnen jetzt etwas über das Material für die Aquarellmalerei erzählen. Was Sie brauchen, sind erstens Aquarellfarben. Die Aquarellfarben bekommen Sie in Näpfchen oder in Tuben. Der Vorteil der Näpfchen ist, dass die Farbe sofort verfügbar ist und sie übersichtlich in einem Malkasten angeordnet werden kann. Der Nachteil der Näpfchen ist, dass Sie die Farbe anlösen müssen, bevor Sie sie zum Malen verwenden können. Der Vorteil der Tuben ist, dass die Farbe zähflüssig aus der Tube kommt und nicht extra angerührt werden muss. Der Nachteil der Tuben ist, dass sie sich leicht verkleben und dann schwer zu öffnen sind und dass man als Anfänger dazu neigt, zu viel Farbe aus der Tube herauszudrücken. Dadurch verschwendet man Farbe unnötig. Für ein Aquarell brauchen Sie wenigstens vier Farben: Schwarz, Indischgelb, Heliotürkis und Grablackdunkel. Wenn Sie mehr Farben haben, dann machen Sie sich damit das Malen leichter, denn Sie müssen nicht zu viel mischen und sparen dadurch Zeit. Die weiteren Farben auf meiner Materialliste sind in der Reihenfolge angeordnet, in der sie erforderlich sind für die Malerei. Um die Farben zu mischen, ist eine Palette erforderlich. Praktisch sind die Blechkästen, in die Sie die Farbnäpfchen noch einordnen können. Am besten, Sie kaufen sich einen 24-teiligen Kasten, dann haben Sie genügend Platz, wenn Sie Farben dazu kaufen möchten, und es bietet auch genug Platz, um Farben zu mischen. Kaufen Sie die Farben und den Blechkasten separat. Wenn Sie ein fertiges Sortiment an Farben in einem Blechkasten kaufen, sind da viele Farben drinnen, die Sie gar nicht oft brauchen werden. Wenn Sie mit dem Malen beginnen möchten, sollten Sie wenigstens vier Pinsel besitzen. Am besten Marderhaar-Pinsel der Größe 2 und 5 von der Firma Da Vinci, Produktserie Maestro. Diese Pinsel sind besonders empfehlenswert, weil die Verarbeitung hochwertig ist und die Pinsel eine sehr lange Haltbarkeit haben. Außerdem bräuchten Sie auch zwei Kunsthaarpinsel der Größe 8 und 20 in der Form rund. Das ist die Mindestausstattung, die Sie besitzen sollten, um ein Bild malen zu können. Wenn Sie größere Bilder malen möchten und Freude am Aquarellmalen haben, dann können Sie sich noch weitere Pinsel besorgen. Links sehen Sie einen chinesischen Pinsel. Der Durchmesser sollte ca. 7 mm sein. Sie erkennen ihn an den chinesischen Schriftzeichen. Meist ist er in Bambus gefasst. Rechts daneben sehen Sie einen Pinsel von der Firma Morani, Produktserie 108. Wenn man bereits bemalte Flächen nochmals nass machen möchte, ist es sehr gut, wenn der Pinsel sehr weich ist. Dafür wäre der Morani Serie 108 besonders gut geeignet. In der Mitte sehen Sie einen Borstenpinsel. Der wird verwendet, um Farbe wegzuwaschen oder Farbspritze aufzutragen. Es sollte kein hochwertiger Pinsel sein, da genügt ein billiger, den Sie in einem Papiergeschäft besorgen. Die beiden Pinsel rechts außen sind von der Firma Da Vinci, Produktserie Cosmotop Mix B. Die Cosmotop Mix B sind sehr gut geeignet, um mit ihnen zu malen, aber besonders gut können Sie Farbe aus feuchten Flächen heraussaugen. Um die Pinsel zu transportieren, ohne dabei die Spitzen zu beschädigen, ist eine Pinselmatte sehr empfehlenswert. Das Wichtigste in der Aquarellmalerei ist die Qualität des Papiers. Die Qualität des Papiers entscheidet, wie die Farbe darauf verläuft, wie sich das Papier mit der Maskierflüssigkeit verträgt und wie viel Wasser das Papier aufnehmen kann. Hochwertiges Aquarellpapier verträgt sich ausgezeichnet mit Maskierflüssigkeit und das ist sehr wichtig für den Erfolg bei der Malerei. Kaufen Sie entweder Aquarellpapier von der Firma Fabriano, Produktserie Artistico, oder von der Firma Arches, Aquarellpapier. Am besten mit einer Papierstärke von 300 Gramm. Von der Oberflächenbeschaffenheit entweder satiniert, das ist glatt, oder leicht körnig. Zum Aussparen weißer Flächen wird Maskierflüssigkeit verwendet. Am besten sind die Produkte von der Firma Talens Liquid Masking Film
und die Maskierflüssigkeit von der Firma Sennelier. Zum Vorzeichnen brauchen Sie einen Bleistift, am besten mit der Härte 6B, einen Spitzer, einen Radiergummi, ich verwende sehr gern die Radiergummis von der Firma Staedtler, und einen Knetgummi. Nur wenn Sie lose Blätter auf eine Pressspan- oder Hartfaserplatte aufkleben möchten, dann brauchen Sie einen Papierklebestreifen mit wasserlöslicher Gummibeschichtung, wie Sie ihn hier sehen. Diese Papierklebestreifen sind auf einer Seite gummiert, so wie es früher die Briefmarken waren. Selbstklebende Klebebänder sind nicht zu empfehlen. Hilfreich können auch Sprühfläschchen sein. Links sehen Sie eines, das man aufpumpen kann. Wenn Sie Schwämme verwenden möchten, sollten es unbedingt Naturschwämme sein. Es gibt grobporige Naturschwämme und feinporige Naturschwämme. Die bekommen Sie entweder im Künstlerbedarf oder auch in Kosmetikgeschäften. Naturschwämme werden verwendet, um Strukturen in die Bilder zu setzen, zum Beispiel für Laub der Bäume, Strukturen der Felsen und ähnliches. Wasservermalbare Buntstifte, auch Aquarellstifte genannt, können verwendet werden, um Details in Bilder hineinzuzeichnen. Die Produktserie Mondelutz von der Firma Kohinoor bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie Buntstifte kaufen, sollten Sie sich ein großes Sortiment zulegen, denn die Stifte lassen sich nicht gut miteinander mischen. Am besten die große Schachtel mit 72 Stiften.